Die schauen von außen immer so interessant aus, aber. Oder ist das eine kleine Station, die im Stein ist? Nein, das sind Löcher. Also schön, das eine ist anscheinend nur ein Donut, der hat. Oder warte. Nee, doch nicht. Doch nur ein komischförmiger Donut schon wieder. Ja, es ist echt schwierig. Da oben ist nämlich auch wieder einer und ich glaube, das ist nämlich auch wieder nur ein Donut. Und meine Strecke wirft jetzt auch nicht so viel ab. Oh, warte, Da warte, drüben warte, muss warte. aber ein Schiff sein. Das schaut aus wie ein Schiff, auch wieder im rechts, neben dem, ja, rechts einfach, in dem Licht. Das muss ein Schiff sein. Schaut so aus. Das schauen wir uns auch gleich genauer an. Aber ich darf einfach die einzelnen Objekte auch nicht aus den Augen verlieren. Hier gibt es noch vier. Naja, beziehungsweise da unten ist noch ein interessantes Objekt. Gott sei Dank ist die Reichweite der GZC Camper so groß, was die Antenne betrifft. Hier gibt es auch wieder fünf Steine, die ich anschauen könnte. Also wir müssten auf jeden Fall mal. Das setze ich gleich eine GPS-Markierung auf bunt. Da oben, wo ist denn das letzte Schiff hin? Was doch nur ein Stein. Irgendwie ist das ganz schön frustrierend, muss ich sagen. Du kannst übrigens, wenn du K drückst und du dann auf den Namen des Schiffes gehst, also bei der Konsole, nicht oben im Terminal, dann ist die Antenne, dann kannst du die Funkreichweite, glaube ich, einstellen und dann geh mal auf Maximal und dann vielleicht können wir uns sehen, wenn wir in der Nähe sind. Ja, Moment. Dieser Stein sah jetzt bloß potenziell interessant aus. Ich glaube, das ist auch wieder nur ein Fail. Nur ein Fail. Okay, Moment. Du siehst ja, ich setze meine GPS-Position. Deswegen. Ja. So. Ich glaube, ich sehe dich da unten rumfliegen. Sicher bin ich mir aber nicht. Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Also ich setze jetzt meine GPS-Position. Jetzt, wo war das? Unter Kontrollfeld Antenne, gell? Ja. Aber die heißt bei mir anders. Die muss bei mir anders heißen. Was für ein Ding ist das? Ach, die SU. Ich habe 5 Kilometer Reichweite. Ja, genauso wie ich. Okay, momentan befinden wir uns vermutlich außerhalb der Reichweite. Komischer Stein, Donut, das war alles da drüben. Irgendwie habe ich es auch leichter befunden, weil ich dachte nicht, dass so viele Steine nach Schiffen ausschauen. Oh ja, wie sagst du es, als ich es im Singleplayer gemacht habe, ist es auch richtig irritierend gewesen immer. Deswegen habe ich nach der Mod gesucht und sie mal benutzt. Ganz ehrlich, ohne die Mod, manche von den Schiffen und allem, das ist so klein, das könntest du so überhaupt nicht bemerken. Ja, da drüben ist auch noch so ein Donut, aber ich glaube, die Donuts sind einfach nur Riesensteine. Also das ist halt so meine Vermutung. Jetzt haben wir da drüben noch ein Schiff. Oder was wie ein Schiff ausschaut. Und dann kommen wir am Ende bei unserem Schiff wieder raus. Nee, die ist hinter uns. Ich freue mich gerade, dass es das irgendwie funktioniert jetzt mit den Schiffen. Betanken. Ja, mit der Su-27, weil die sieht doch schon ein Stückchen härter aus. Ist zwar von der Bewaffnung meiner Meinung nach schwächer als unser eigenes Marke Eigenbau, aber ansonsten, die sieht knackiger Das aus, wenn ich ist das mal echt so schwer zu sage. identifizieren. Da oben, weißt du, diese Kreise sehen für mich immer so aus, als wären das so Schiffe oder sowas. Ja. Ich glaube, der hier wird auch nicht mehr rausbringen, genauso wenig wie der links daneben. Aber wir fliegen ja jetzt das ganze Areal ab.
Ich bin jetzt schon 6,8 Kilometer von, also 25 Kilometer vom Schiff weg. Ui. Ich muss mal wieder zurückkommen dann. Ja, bevor die Reichweite versagt. Ja, wobei ich weiß, in welche Richtung ich ungefähr zurückfliegen muss, weißt du? Das ist auch nicht. Was da hinten ist, ein Stein. Ich fliege jetzt mal eine Kurve, dass ich langsam wieder zurückkomme. Und das da hinten, ist das übelst weit weg oder ist das ein Fehler, was ich jetzt im Ziel im Fadenkreuz habe? Oder ist das ein Schiff? Man würde ich ein Schiff bauen, wäre das riesig. Ja, also 30 Kilometer haben wir jetzt gleich geknackt. Ja, dann. Ich glaube, 50 Kilometer sind die Maximalreichweite unserer Antenne. Ab da, wenn du Ich dann glaube, da hinten ist diese. ein Schiff. Dann flieg einfach mal hin. Ja, das Gelbe hier. Das schaut nicht nach natürlichem aus. Das andere schaut ziemlich getarnt aus, aber das Gelbe hier, das könnte fast so ein Starterschiff sein. Sicher bin ich mir übrigens nicht. Ich mache hier nichts auf Sicherheit. Ich mache hier alles auf vagen Vermutungen. Ich schaue mir einfach die Dinger hier an. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Fake-Stein, der einfach nur so blöd angeleuchtet worden ist, dass er gelb aussieht. Oder ist es ein Wrack? Aber so richtig Form hat es nicht. Ah, das schaut nach einem Fake-Stein aus. So, Triebwerke Es wird alles immer dunkler. heruntergefahren, so. Was ist das? Schaut aus nach einem riesigen Steinscheiße. Das schaut immer noch aus nach einem riesigen Steinscheiße. Okay, manche Steine haben ganz schön komische Formen und schauen deswegen einfach ziemlich. So, da ist es. So. Ich gehe mal in Richtung Schiff. Wieder zurück. Also meine Suche war sehr frustrierend und nicht erfolgreich. Okay. Dachte echt irgendwie, aber jetzt muss ich erstmal 30 Kilometer zurückfliegen, ne? Das ist jetzt auch mal wieder doof. Ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir jetzt die Mod eigentlich drin oder nicht mit dem Chip-Scanner? Meines Wissens nach nicht, aber wie kannst du das ausprobieren? Also, das kann ich gleich hier ausprobieren, das kann ich dir auch gerne ganz schnell sagen, indem wir einfach schauen, weil ich habe gerade nachgeschaut, wie der Befehl für den Scan-Vorgang ist. Und wenn er Heißt das dann Scan oder negativ. wie? Ja. Schrägstrich, Scan. Nein, nicht und. Oh, Alter, ganz echt, dieses auf Amerikanische jetzt. Wo ist der Eine Schrägstrich? Frage, wie öffnet man die Tippzeile? Enter. Ah. Scanning, Scan Results, 0. Okay, wir haben es aktiviert. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo bin ich jetzt? What the fuck? Okay. Okay. Dann heißt es also immer so. Ah, Tatsache! Hast du eins? Also schon in der Suchreichweite von 50.000, also von 50 Kilometern habe ich drei, Das sind 5000 Meter. 50.000 Meter sind das, also 50 Kilometer. Hast du über unser großes Schiff gescannt, oder?
Ja. Deswegen, weil bei mir sind es nur 5000 Meter. Habe ich drei gefunden. Eins stationary large, In stationary meiner huge und Richtung ist es tiny. nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und ich glaube, ich weiß, wovon die sind. Wo? Also, das eine ist das Spawn-Schiff, das wir jetzt am Anfang, bevor wir weggeflogen sind, liegen gelassen haben. Das andere, dieses Möchtegern-Fleckschiff. Und das dritte war wahrscheinlich noch so ein Prototyp, nochmal so ein größerer Schweißer. Ah, der hatte aber keine Antenne. Nee, das macht keinen Unterschied, ob die eine Antenne haben oder nicht. In dem Fall geht es davon aus, ob unser Schiff die Antenne hat, um es zu scannen. Ach so. Also in dem Fall. Also wir haben es anscheinend drin, Leute. Also. Und es funktioniert. Allerdings müssen wir noch ein bisschen weiter weg. Vom Anfang. Definitiv. Hier ist auch nichts. Nein, das war ja klar. Aber ich habe hier ein paar Steine aufgegabelt, die ganz interessant aussahen. Okay. Ach ja, die Su-27 hat übrigens einen Erdsensor, also die kann man tatsächlich auch für solche Aufklärungen verwenden. Echt? Ja. Boah, Kann weißt du man. was? Ich hoffe, dass mein Festplattenspeicher reicht. Aber Oh. müsste schon, müsste. Müsste, wenn ihr irgendwann ein schwarzes Bild kriegt, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Scan Results 0. Ja, toll. Das sieht aber. Lass dich davon nicht demotivieren, weil bei dir liegt es an, weil du nur im Bereich von 5000 Metern also scannen kannst. Ja, aber das ist ja 5 Kilometer, ist ja ein ganz anderer Bereich. Was denn? Da kannst du es wenigstens finden. Bei 50.000 ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, das stimmt. Ja, gut. Was habe ich erwartet? Naja, wenigstens wissen wir, dass es funktioniert und die Leute haben jetzt auch mal was anderes gesehen außer uns beim Bauen. Ja, so Weltraumreise. Beziehungsweise in diesem Fall ja Atmosphärenreise, weil wir sind ja hier in der Atmosphäre von der Erde. Ja, Mann. Und so sieht's hier aus. Und muss man schon sagen, ne? Das da unten schaut auch nach einem Schiff aus. Aber wenn du sagst drei und davon sind die, das sind die zurückgelassenen, dann wird es kein Schiff sein. Ja. Flieg nicht weg, solange ich noch nicht da bin, bitte. Keine Sorge, ich denk nicht dran. Ja, wo, neu ist ja bei uns der Punkt, wo wir losgeflogen sind. Ich bin ja in die komplett andere Richtung geflogen. Ich weiß nicht, ob die so ertragreich sein wird. Interessant wäre es zu wissen. Ja, Es könnte was? uns helfen. Beispiel in die Richtung ertragreich wäre. Könnten wir da ein paar Sachen aufgabeln, aber das kann ich jetzt so nicht sagen, ne? Also ich kann hier Ja. nicht von ertragreich sprechen, weil hier in 5000 Metern immer nichts war. Da kann ich nichts zu sagen. So, meine lieben Leute, ja, ich würde mal sagen, wir fliegen hier wirklich heftig. Wir sind ja jetzt bald beim Schiff endlich angekommen, dann können wir nämlich weiterreisen. Und Phil, hast du irgendwas zu erzählen? Also nichts abgesehen davon, dass ich jetzt die wunderschönen Ferien hier in Bayern langsam zu Ende gehen und ich davor jetzt die letzten 2 Wochen damit verbracht habe, bei Oma gemästet zu werden. Ja, Mästen bei stolze Oma. 10 Kilo zugenommen. Ja, das würde mir auch nicht schaden. Ich glaube, die will mich mästen und in den Kochtopf stecken. Ja, dann wäre ich vorsichtig. Ja, wenn's Essen gut war, dann warum nicht? Ja, es war in der Tat sehr deliziös dort.